auf Blitz, Bauarbeiten. Ausfall und zum Schluss ein lauter Knall. Bauarbeiter, brauchst du Bauarbeiter? Ich bin doch kein Bauarbeiter. Ich komme zwar gerade heim von meiner Baustelle, weil ich habe daheim ein Haus umgebaut, mein Elternhaus in Goritz. Komm aus Goritz. 3,5 Jahre baue ich jetzt daheim schon mein Elternhaus um. Die denken alle in Goritz, ich baue einen Berliner Hauptstadtflughafen nach. Hey, Baustelle, da machst du ja auch was mit, gell? Hat schon mal jemand von euch ein Haus umgebaut? Renoviert? Machen doch. Ja, da schaust du wieder in die schmerzverzerrten Gesichter, ich sehe schon, gell? Aber ich habe mein Haus ja nicht selber umgebaut. Glotz mich an. Selber mach, hey. Hab zwei linke Hände. Klar, ich kann schon einen Akkuschrauber halten, aber sind wir ehrlich, der läuft verkehrt rum. Sind wir ehrlich? Nein, ich hatte schon 3-Mann-Kombo. Der Mördel, der Dübel und der Boschame. So habe ich sie genannt. Mördel, Dübel, Boschame. Hey, die haben gegraben, die haben gemauert, die haben betoniert. Der Wahnsinn, aber bis das Ganze erst mal losgegangen ist, da habe ich noch gesagt, so, dann stellen wir halt erst mal einen Container vors Haus. So, da ist aber was los, wenn im Dorf ein Container steht. Da ist gleich gegangen, ja, um Gottes Willen, von Michel Müllers Haus steht ein Container. Ja, hast du was gehört? Was ist denn los? Der Michel zieht aus. Was? Der Michel zieht aus, wo zieht er denn hin? In die Oberpfalz. Was? Was will er denn in der Oberpfalz? Da versteht ihn doch keiner. Obwohl, das stimmt gar nicht. Gerade in der Pandemie habe ich festgestellt, gell, mit der Maske, wenn ich die Maske drauf habe, verstehen mich sogar die Oberpfälzer. Ja, weil es ist ganz komisch, so rede ich ja unterfränkisch, gell? Aber sobald du die Masken drauf hast, hast du so ein bisschen in der Stimme drin. Und dann tust du wieder runter und dann redest du ganz normal weiter. Aber sobald du die Masken drauf hast, hast du so ein bisschen in der Stimme drin. Man darf es nicht so oft hintereinander machen. Ich hab's letzte Woche 3-mal hintereinander gemacht, da kommt das Sprachsystem komplett durcheinander. Hab ich sächsisch geredet. Ah, nicht schlecht. Aber da war unser Container gestanden, seitdem unser Container gestanden war, war ja meine Baustelle ein Wallfahrtsort. Ich habe sogar schon überlegt, eine Mariengrotte mit einzubauen, mit einem Opferstock, weil irgendwie muss der Bau ja bezahlt werden, gell? Alle sind gekommen, sämtliche Vater das und Mutter das aus, die sind quer durch meine Baustelle gegangen. Ich bin so froh, dass letztes Jahr noch die Fronleichnamsprozession ausgefallen ist. Die werden mitsamt den Himmel durch mein Haus durchgezogen. Und wenn im Dorf ein Container steht, dann überlegt jeder im Dorf noch einmal, was könnten ich daheim noch machen? Ah, ich könnte auch, ich wollte noch das Report sanieren, die Wind rausreißt. Zeitpunkt wäre gerade günstig, bei Michel Müller steht der Schuttcontainer. Den muss ich schon nicht bezahlen. Hey, sämtliche Leute im Umkreis von 30 Kilometern, die irgendwie ein Haus umgebaut oder renoviert haben, haben mir ihren Schutt vorbeigefahren. Aber ich habe gute Nachbarn, die Grit ist aus Sachsen, die hat sämtliche Nummernschilder aufgeschrieben. Alle aufgeschrieben. Hey, wir mussten am Tag den Container dreimal leeren, das waren Tage dabei. Da ist auf der Baustelle nichts geschafft worden. Obwohl, nichts geschafft stimmt auch nicht. Weil der Mördel, der Dübel und der Boschammer waren ja da. Die haben betoniert, die haben gegraben, die haben gemauert. Die haben so gemauert, wenn die mal nichts mehr zum Mauern hatten, haben die sogar wieder Wind eingerissen, damit sie wieder was zum Mauern hatten. Mein Klo im ersten Stock war plötzlich fort. Ich komme auf die Baustelle und sage, wo ist denn das Klo? Dann kommt der Mördel, Michel. Wir können es uns selber nicht erklären. Gestern war es noch da gestanden. Dann ist mein Architekt gekommen, Michel, spürst du die Freiheit? Sag ich, was nützt mir denn die ganze Freiheit, wenn ihr kacken kann? Das ist doch scheiße. Und hast du dich schon mal um die Fenster gekümmert? Nein, das habe ich nicht. Fenster, habe ich auch gedacht. Wir kriegen stinknormale Fenster in dem Haus. Ja, wie jeder normale Sterbliche. Kunststoff, Anthrazitfarben, fertig. Nicht mit Rudi. Michel, ich sehe an diesem Haus Aluminiumfenster in der Farbe Rostkastanie. So Rostkastanie, da wird direkt Glück gehabt, dass eine Pferdeapfel geworden ist. Und puh! Hey, 1,5 Jahre haben wir auf diese Scheißdrecksfenster gewartet. 1,5 Jahre! Hey, also, und dabei war die Chefin von dieser Fensterbaufirma am Anfang richtig begeistert. Hey, die Ingrid aus dem Rheinland.
Hat geracht wie ein Schlotmischel. Was willst du haben, Aluminiumfenster? Das mach ich dir. Wie war nochmal die Farbe? Ich höre so gern. Rostkastanie! Bei dir ist auch jeden Tag großen Montag, ne? Aber das mach ich dir, kein Problem. Aluminiumfenster, dreifache Verglasung mit innen Schalosette, das geht bei uns flott. Eineinhalb Jahre haben wir gewartet. Eineinhalb Jahr. Nach einem Jahr haben wir gedacht, ich muss doch mal zur Ingrid hinfahren. Meine Nachfrage sagt, Ingrid, was ist denn los? Wir warten seit einem Jahr auf unser Fenster. Michel. Was willst du eigentlich? Was ist ein Jahr? Der Kölner Dom hat eine Bauzeit von 632 Jahren. So, ja, und wenn ihr die Fenster geliefert hättet, wäre heute noch nicht fertig. Ich weiß nicht, das hat es ja alles früher auch schon gegeben, gell? Ha? Obwohl früher, ist euch das auch aufgefallen, man redet jetzt immer von früher und meint eigentlich 2019. Ha? Und dieses Jahr 2019 wird mittlerweile so verklärt, so verherrlicht, so hochgehoben. Da war ja alles schön, wenn die Leute immer erzählen, ach, früher, Friseur war früher viel schöner. Obwohl, das stimmt sogar. Obwohl, muss man jetzt auch sagen, so viel hat sich jetzt auch wieder nicht geändert. Ich weiß noch, nach dem ersten Lockdown, wo wir alle wieder zum Friseur gegangen sind, wo wir alle ausgeschaut haben wie Kettwiesel, da ist mir meine Friseurin entgegengekommen, Ganzkörperanzug, Fußschutz, Handschuh, Mundschutz, Visier. Ich denke, wo gehe ich hin? Friseur oder iranische Atomanlage, was ist los? Aber mittlerweile, alles wieder normal. Das Einzige, was sich geändert hat beim Friseur, für uns Männer, wir müssen uns beim Friseur die Haare waschen lassen. Ich find's nicht in Ordnung. Ich find's eigentlich eine Unverschämtheit. Ja, bitteschön, wie war's denn sonst? Sonst, wenn ich zum Friseur gegangen bin, da habe ich mir der Hemd die Haare gewaschen. Da bin ich bei uns im Salon. Und er heißt immer noch Salon. Und hat nicht irgend so einen Scheißdrecksnamen wie Da schau her. Oder herein spaziert. Oder Herbert. Was ist denn das für eine Unart? Demnächst fangen die Metzger damit an. Wie heißt der erste Metzger? Hacke-Peter Finn. Das kann ja auch nicht sein. Aber dann bin ich bei uns im Salon, da war meine Friseurin da gestanden, die Bianca. Ja, die hat gerade schon geschnitten und gesagt, jetzt bist du auch schon da, hock dich hier, ich bin noch nicht so weit. Dann hast du hingekocht, hast gewartet. Irgendwann hatte ich die Bianca aufgerufen, da hast du den Thron bestiegen. Da hast du den Umhang umgelegt gekriegt, mit Krepppapier. Dann hat sie die Bianca hinten angestellt und gesagt, wie soll es denn geschnitten werden? Und dann hast du jedes Mal gesagt, wie immer. Und da hat die Bianca Bescheid gewusst. Dann hat die 20 Minuten lang rumgeschnitten. Nach 20 Minuten hat sie den großen, runden Spiegel aus dem Schrank rausgeholt. 3-Punkt-Auflage. Hat sich hinten nachgestellt und gesagt, ist es so recht? Und du hast jedes Mal gesagt, ja, genau so habe ich mir es vorgestellt. Auch wenn es 35 Mal beschissen ausgeschaut hat. Aber du hast immer gesagt, genau so habe ich mir es vorgestellt. Und jetzt musst du dir beim Friseur laden, hä, die Haarwaschloss. Früher bist du einfach rausgegangen. Jetzt bleibst du noch länger in dem Friseurladen drin, weil du dir die Haarwaschloss musst. So, und jetzt kommt dir das Allerschlimmste. Die Haare waschen, das macht ja meistens gar nicht die Friseurin. Das macht ja irgend so eine Azubine, wo sie die Salonchefin gedacht hat, Haare schneiden wird sie niemals lernen. Aber vielleicht kann sie ja Haare waschen. So, dann liegst du ja in diesem Rückwärtswaschbecken so. So liegst du drin. Dann schleicht sich diese Azubine von hinten an. Du bist dir ja hilflos ausgeliefert.
Du liegst vorne so, 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 liegst du drin. Dann kommt die von hinten, dreht das Wasser auf. Brühend heiß. Du liegst vorne drin. Ah! Und anscheinend hat's die Azubine mit dir an. Die steht hinten dran. Ist es so angenehm? Du liegst vorne drin. Ah! Und die steht hinten dran. Ist es so angenehm? Dann dreht es was auf komplett kalt. Du liegst vorne drin. Ah! Und die steht hinten dran. Ist es so angenehm? Da kommt noch Shampoo dazu. Du kannst schon gar nichts mehr schreien. Das seht du's da auch nichts mehr, weil das Shampoo ist ja in die Aachen reingelaufen. Und die steht hinten dran. Ist es so angenehm? Ich wollte mich nicht mehr so aufregen. Aber die Azubine, die mir damals die Haare gewaschen hat, die haben sie im Friseurladen gar nicht übernommen. Die ist jetzt Erzieherin. Im katholischen Kindergarten. Die muss sich letztes Jahr um einen Martinsumzug kümmern. Ja. Letztes Jahr ist ja zum ersten Mal wieder Martinsumzug gewesen. Gell? Haben sie ja immer aufgesagt und gesagt, wir konnten die Abstände nicht einhalten. Ja, so ein Schmann. Hey, wie ich noch im Kindergarten war. Bei uns in Goritz, unser heiliger St. Martin. Das war der Höllenried des Reinhold. Der war oben auf seinem Gaul gehockt, der hat 1,8 Promille gehabt. Er motzt drum vorne. Da hast du automatisch Abstand, Karl, denn da wollt gar keiner zum St. Martin. Hey! Dann haben die gesagt, ja, aber auch zwischen den Kindern konnten wir die Abstände nicht einhalten. Ja, dann hätte halt die Stecken vor der Laterne 1,50 Meter lang gemacht, dann hätten sie Abstand gehabt. Aber da muss sich heuer die Azubine vom Friseurladen drum kümmern. Ich war dort. Ich habe schon Wochen vorher gesagt, das schau ich mir an. Und da war ich dort gestanden. Und nicht nur ich. Sämtliche Männer, die von der die Haare gewaschen gekriegt haben, waren da gestanden. Erwartungsfroh. Und dann kommt die. Selber angeritten auf dem Gaul. Als heilige St. Martinöse war sie oben drauf gehockt. Und krault dem Gaul die Mähne und ruft immer: Ist er so angenehm? Ich wollte mich nichts mehr so aufregen. Ich habe mir an meiner Baustelle genug aufgeregt. Obwohl, was mir aufgefallen ist auf der Baustelle, Frauen fahren ja mittlerweile komplett auf Bauarbeiter und Handwerker ab. Ha! Wahnsinn! Das hat sich ja komplett geändert. Das sind die neuen Lustobjekte, Bauarbeiter und Handwerker. Früher war es der Chefarzt. Aber mittlerweile will die Frau einen Mann, wo sie sagen kann, grab mir einen Swimmingpool. Und der Mann fängt am nächsten Tag an. Wenn sie das ein Chefarzt sagt, der kommt mit dem Skalpell und kratzt ihm in den Garten rum. Aber Handwerker und Bauarbeiter, das sind die neuen Objekte der Begierde. Die Frauen wollen eintauchen in diese geheime Welt aus Schalltafel, Beton, Mörtelwanne, Wasserpumpezange. Ach, der Dübel. Ich glaube, es ist sowieso mal an der Zeit, unseren Handwerkern und Bauarbeitern eine Hymne zu singen. Seid ihr bereit? Dann hau nein! Fight circa! Ich war nie an der Uni, ich hab nicht mal studiert. Bin kein Richter, bin kein Chefarzt, hab niemals promoviert. Vielleicht ist dir das wichtig, doch hör, was ich dir sag. Ich geb dir meine Liebe und was ich hab. Und es ist...
Ich hab nen Hammenden und nen Zapfen und nen Vollachterdübel. Ich hab ne Wasserpumpe, Zange und ne Möttelwanne und nen Vollachterdübel. Schau mich an, ich bin der Mann mit dem Hammenden und dem Zapfen. Mit der Wasserpumpe, Zange und der Möttelwanne und nen Vollachterdübel. Ich kann dich nicht beraten, kann dich nicht offerieren. Doch unsere dicke Liebe werd ich sauber zementieren. Ich baue unser Schloss und ich sag dir jeden Tag, ich geb dir meine Liebe und was ich hab. Hör den Text! Ich hab nen Hammenden und nen Zapfen und nen Vollachterdübel. Ich hab ne Wasserpumpe, Zange und ne Möttelwanne und nen Vollachterdübel. Schau mich an, ich bin der Mann mit dem Hammenden und dem Zapfen, mit der Wasserpumpe, Zange und der Möttelwanne und dann Vollachterdübel. Ich geh hinaus in die Welt und bekämpfe all das Übel. Ich zieh hinaus in die Welt mit ner Hand voll Achterdübel. Schön für dich alle! Ich hab nen Hammenden und nen Zapfen und nen Vollachterdübel. Ich hab ne Wasserpumpe, Zange und ne Möttelwanne und nen Vollachterdübel. Schau mich an, ich bin der Mann mit dem Hammenden und nen Zapfen, mit der Wasserpumpe, Zange und ne Möttelwanne und nen Vollachterdübel. So ein Glück. Wir sind sehr froh, dass er sich von seiner Baustelle hat losreißen können. Wie immer hat er zu 100% abgeliefert. Aus Garitz, der heimlichen Hauptstadt der Rhön, Michel Müller. Natürlich auch herzlichen Dank an die Kollegen von der Horm ist der Horm. Ihr habt wunderbar mitgemacht. Und weil es so schön geklappt hat, lieber Bernhard, wir werden unbedingt nachfragen, ob vielleicht die Garde für dich noch ein Plätzle frei hat im nächsten Jahr. Das war einfach wunderschön. Immer eine großartige Unterstützung bei einigen Nummern sind natürlich auch die Tänzerinnen der TSG Veit Zürchheim mit ihrer Trainerin Silvia Schraut. Und mein lieber Michel, auch ich habe heute was gelernt. Ich habe nämlich gelernt, wenn ich irgendwann einmal daheim was umbauen sollte und ich brauche einen Rat, dann brauche ich dich wahrscheinlich nicht. Ja. Auf unseren Michel, ein Dreifach-Donner des Michel! Hello! Rucksack! Hello!